was ich immer ganz wichtig finde, Hautpflege muss Spaß machen. Ich möchte Freude haben, wenn ich mir ein Produkt, egal ob es eine Ampulle, Serum oder Creme ist, auftrage, muss ich Freude dran haben. Nur so bleibe ich wirklich dabei, denn bei Hautpflege ist es wichtig, es regelmäßig zu tun. Also wirklich täglich eine Routine zu entwickeln, die eben nicht nur die Wirkung bringt, sondern eben auch Freude. Wellness Podcast. Be well and enjoy. Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Welcher Hauttyp bin ich? Wie verändert sich meine Haut mit der Zeit oder durch verschiedene Einflüsse? Und was braucht sie aktuell? Sich darüber im Klaren zu sein, ist eine wichtige Grundlage, wenn wir uns mit dem Thema Kosmetik beschäftigen. Und deswegen werden wir, Beauty-Expertin Rabea Logan und ich, Wibke Metzger, uns heute in unserer ersten gemeinsamen Episode darüber unterhalten. Schon mal eine kleine Vorschau. Rabea und ich werden uns für den Wellness-Podcast über noch weitere spannende Beauty-Themen unterhalten. Wenn du also keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere den Wellness-Podcast am besten jetzt direkt. Rabea ist Director Education and Training bei Barbour. Barbour ist ein Familienunternehmen und das entwickelt und produziert seit mehr als 60 Jahren professionelle Kosmetik in Aachen, also gar nicht so weit entfernt von Düsseldorf, wo wir heute sind. Rabea, schön, dass du hergekommen bist und jetzt hier bist. Ja, hallo Wiebke, ich freue mich auch sehr und ich bin sehr gespannt auf unsere erste gemeinsame Episode. Ich auch. Und bevor wir gleich tief in das Thema Haut einsteigen, kurz zu dir persönlich. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit dem Thema Beauty zu beschäftigen? Ja, das kann ich mich eigentlich fast gar nicht mehr erinnern, weil es hat mich immer mein Leben lang schon begleitet. Also wenn man so anfängt als Jugendliche, sich Gedanken zu machen, womit man sich beschäftigen will, der Rest seines Lebens, war immer das Thema Beauty, Kosmetik, Haut, Gesundheit, stand immer ganz weit vorne. Und dann war das eigentlich der kleinste und der richtigste Schritt meines Lebens, genau in diese Branche zu kommen. Hast du dann eine Ausbildung als Kosmetikerin gemacht oder wie bist du eingestiegen? Genau. Die erste Ausbildung, die ich gemacht habe, ist eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Kosmetikerin, damals in Berlin, wo ich herkomme, und habe mich dann stetig weitergebildet und bin aber der Branche von Anfang an treu geblieben. Jetzt habe ich dich gerade als Director Education and Training vorgestellt. Was machst du da? Ja, das ist ein toller Titel und ja, Education und Training bedeutet eigentlich Aus- und Weiterbildung. Und das ist bei uns ganz wichtig und das ist für mich auch ganz wichtig, dem Gast, dem Kunden, beziehungsweise auch der Kosmetikerin, dem Therapeuten, also alle, die sich mit der Haut und mit dem Körper beschäftigen, beizubringen, wie es funktioniert. Das gilt über Trends, über neue Wirkstoffe, über neue Treatments, bis hin aber auch zu dem Basic, das heißt, wie ist meine Haut aufgebaut? Du bist also absolut dazu prädestiniert, uns hier im Wellness-Podcast weiterzuhelfen zum Thema Beauty und Kosmetik. Das hoffe ich doch. Ja, sehr schön. Eine kurze Frage noch. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Ja, also wie gesagt, schon seit Anfang an. Und jetzt bei Barbour bin ich seit 22 Jahren und auch immer in dem Bereich Education und Training, den ich jetzt seit ein paar Jahren auch selbst verantwortlich führe mit einem großartigen Team, die dann auch in den verschiedenen Hotels sind und dort dafür sorgen, dass die Kosmetikerinnen, Therapeuten und so immer auf dem neuesten Stand sind. Und heute werden wir auf den neuesten Stand gebracht. Genau, und damit direkt ins Thema rein. Ich denke, jeder hat schon einmal gehört, dass es unterschiedliche Hauttypen gibt. Ich meine, alleine wenn ich in die Drogerie gehe und mir schnell eine Gesichtscreme kaufen möchte, muss ich mich ja entscheiden, ob ich die Creme für normale oder für trockene oder Mischhaut oder was auch immer wähle. Jetzt weiß ich durch unser Vorgespräch, dass du sogar noch mehr Unterscheidungen triffst. Welche sind denn das? Wie teilst du die Haut ein? Genau, also es gibt die Hauttypen, der Hauttyp und die Hautbedürfnisse und manchmal auch Hautwünsche, die man selber an seiner Haut hat, beziehungsweise wie sich die Haut anfühlt oder anfühlen soll oder wie man sich wünscht, wie die Haut aussieht. Aber eigentlich ist der erste Gedanke, geht dahin, was hat man für einen Hauttyp? Denn der Hauttyp ist das, was uns die Natur in die Wiege gelegt hat und das kann man nicht ändern. Was sich aber ändert, sind Hautbedürfnisse oder man sagt auch Hautzustände und das kann sich wöchentlich, fast täglich ändern durch ganz verschiedene Einflüsse, aber natürlich auch durch das biologische Altern der Haut. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir doch mal mit den Hauttypen an. Die sind ja dann als erstes da.
Unterscheidest du da auch diese vier klassischen Typen oder ja, was gibt es und was zeichnet die aus? Genau, also es gibt vier klassische Hauttypen. Das ist auch wirklich die Grundlage der kosmetischen Lehre. Also da haben wir zum Beispiel die trockene Haut, da haben wir die empfindliche Haut, da haben wir die Mischhaut und dann haben wir natürlich immer noch Mischtypen. Das heißt eine Mischhauttendenz trockene Haut oder eine Mischhauttendenz ölige oder fettige Haut. Das spricht man immer so ein bisschen anders. Manche sagen ölige Haut, manche sagen fettige Haut. Aber im Grunde genommen ist es das Gleiche. Was mache ich denn jetzt, wenn ich herausfinden möchte, welcher Typ ich bin? Also erst kann man mal schauen selber in den Spiegel. Und wenn man sich eine Kinderhaut anschaut, ist die meistens perfekt. Also vom Scheitel bis zur Sohle ist sie ganz ebenmäßig, ist überall gleich, ist so eigentlich die Wunschhaut, die man hat. Und dann kommt die Pubertät und je nachdem, wie stark der Hormonwandel sich zeigt, hat man vielleicht eine etwas unreine Haut bis hin zur Akne oder manche gehen durch die Pubertät und merken gar keine Veränderung. Aber nach der Pubertät zeigt sich eigentlich der wirkliche Hauttyp. Also so mit 16, 17, 18 kann man sehen, habe ich eher eine Haut, die Tendenz trockene Haut hat, eine Mischhaut oder eben auch eine empfindliche Haut. Und dann guckt man seine Eltern manchmal an. Denn von denen haben wir das, wie gesagt, das ist uns in die Wiege gelegt, ja, geerbt. Und wenn die Mama oder Papa vielleicht eher eine trockene Haut haben, hat man die manchmal dann eben auch selber. Und daher erkennt man das ganz oft. Und oft hat man auch schon ein gutes Gefühl dafür. Wenn man sich aber unsicher ist, ist es gut, zu einer Kosmetikerin zu gehen und dort einfach mal eine Hautanalyse zu machen. Da gibt es auch spezielle Geräte, die da unterstützen mit Kameras, die dann eben auch vergrößern, um zu sehen, wie ist zum Beispiel die Abschilferung der Haut, wie hoch ist der Feuchtigkeitsgehalt, der sogenannte Fettgehalt oder dieses Ölige der Haut. Und da kann man am besten dann sich beraten lassen, was man für einen Hauttyp hat. Ja, also ich denke, wenn man eine professionelle Kosmetikerin hat, ist das sicherlich auf jeden Fall hilfreich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke und vielleicht auch meine Eltern anschaue, da wäre ich mir erstmal doch trotz allem wahrscheinlich eher unsicher, was bin ich denn jetzt für ein Hauttyp? Ich kann zur Kosmetikerin gehen, die hilft mir weiter. Ich hatte jetzt auch, weil du es schon erwähnt hattest, von Geräten bei euch auf der Webseite gelesen, dass ihr einen Dermavisualizer habt, der bis zu 80-fach die Haut vergrößert. Das ist für mich irgendwie schwer vorstellbar. Ja, was sehe ich denn da genau? Das ist ganz interessant. Das ist ein Gerät, eine Kamera, die übrigens in der Form auch sogar schon im Weltall war, also bei der NASA und dort Tests gemacht haben, wie sich die Haut verändert unter Schwerelosigkeit etc. Also ganz spannend, ein ganz tolles Gerät, was wir jetzt auch so weit entwickeln konnten, dass wir eben diese 80-fache Vergrößerung haben, beziehungsweise dass wir eine Kamera haben, die auch 3D-Bilder abbildet. Das heißt, ich sehe Schäden in der Haut, die man vielleicht an der Oberfläche noch nicht sieht durch die Vergrößerung. Und ich kann natürlich auch durch verschiedene Testmethodiken zusammen mit der Kamera schauen, wie ist die Abschilferung. Also ist die Haut besonders schuppig, was für eine trockene Haut spricht. Oder hat sie einen geringen Feuchtigkeitsgehalt, was für gewisse Art von Linien und Fältchen sich zeigt. Also das sieht man mit dieser Kamera. Aber wenn du dir jetzt selber unsicher bist, liebe Wiebke, kannst du auch mal in den Spiegel schauen. Und ich habe das Glück heute, dass du mir 2 Meter entfernt sitzt und ich dich ja schon sehe. Und da kann man zum Beispiel sagen, du hast eine sehr feinporige Haut. Das heißt, es würde auf meinen ersten Blick ohne Kamera sagen, dass du vielleicht eher eine Haut hast, die zur feuchtigkeitsarmen, trockenen Haut neigt. Das habe ich hier so ein kleines Geheimnis verraten. Jetzt weiß jeder, was für ein Hauttyp ich bin. Naja. Nein, alles gut. Okay, und das heißt also, diese Geräte, die sollen auch die Kosmetikerin nicht ersetzen, sondern die im Prinzip unterstützen, Sachen zu sehen, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Genau, das ist einfach eine Unterstützung der Diagnostik. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen technisch an, aber man kennt natürlich auch Tests, die man machen kann ohne Geräte. Aber hier können wir halt in die Haut hineinschauen, denn alles, was in der Haut drinnen passiert, das sieht man später an der Oberfläche und das sieht man dann wirklich mit dem bloßen Auge. Jetzt hast du mal gesagt, ich habe auch schon verschiedene Videos und Interviews von dir gesehen und gelesen, dass man eigentlich oft, wenn man in den Spiegel schaut, aber gar nicht unbedingt den Hauttypen sieht, sondern eher den Hautzustand. Um da jetzt nochmal einen Schritt weiterzukommen, was ist das jetzt genau? Also der Hautzustand, aus dem resultieren ja auch Hautbedürfnisse, die können sich ja, also vielleicht fast täglich, monatlich, auch nach den Jahreszeiten ändern oder vielleicht auch nach deinem Lifestyle. Also was hast du für einen Tagesrhythmus? Wie lebst du? Schläfst du viel, wenig? Trinkst du viel? Ernährst du dich gut? Also alles, was dazu gehört. Und das zeigt sich auf der Haut. Also man kennt ja so den sehr alten Begriff, die Haut ist so ein bisschen die Seele, die man da sieht.
Und so ist es natürlich auch mit den Hautzuständen bzw. Hautbedürfnissen. Und wenn jemand zum Beispiel sich nicht so gut ernährt oder vielleicht sogar raucht, dann sieht man das eher in der Haut, weil dann ist die Haut eher grau. Das heißt, sie braucht etwas mehr für die Durchblutung. Oder wenn jemand sehr viel draußen arbeitet, hat er vielleicht auch eher Sonnenschäden, also Lichtschäden in der Haut. Also sie braucht mehr Schutz. Und das ist das, was man eigentlich in erster Linie sieht. Gar nicht so den Hauttyp, also unser genetischer Fingerabdruck, sondern eher den Hautzustand. Und da resultieren halt ganz, ganz bestimmte Bedürfnisse der Haut. Und die können halt sehr, sehr schnell wechseln. Das würde ich gerne noch ein bisschen konkreter machen. Also Wenn die Haut ein Abbild der Seele ist, wenn es uns seelisch nicht gut geht, wenn wir Stress haben, dann ist das schlecht für die Haut. Das würde ich jetzt so daraus schließen. Ganz genau, ganz genau. Du hattest jetzt schon noch so ein paar andere Bereiche angesprochen, schlechte Ernährung oder sonstige schlechte Lebensgewohnheiten. Kannst du das konkret sagen? Was sind denn jetzt Sachen, die eine negative Auswirkung auf meine Haut haben? Also eine negative Sache ist natürlich, wenn ich nicht genug Schlaf habe. Für unseren ganzen Körper ist es wichtig, genug Schlaf zu haben. Man spricht auch von Schönheitsschlaf. Und dieser Schönheitsschlaf sollte halt mindestens 8 Stunden sein und in der richtigen Zeit, also nicht irgendwie aufgeklustert am Tag, sondern wirklich am Stück. Man sollte nicht zu spät ins Bett gehen, weil nachts die Haut halt regeneriert. Also dann, wenn wir schlafen, regeneriert die Haut. Das heißt, sie kann Wirkstoffe besonders gut aufnehmen. Sie hat eine super Zellteilung. Das heißt, neue Haut bildet sich frisch tief drin in der Haut. Und gleichzeitig bin ich natürlich viel ausgeschlafen. Und so wirkt meine Haut auch am nächsten Tag, als wenn ich vielleicht zu wenig schlafe. Oder wie bei manchen auch berufsbedingt der Biorhythmus nicht richtig eingehalten wird. Wenn ich zum Beispiel Schichtarbeit mache, Krankenschwestern etc., da ist es so, dass natürlich der Biorhythmus des Körpers ein bisschen durcheinander sein kann und das zeigt sich auch auf der Haut. Wenn es ums Thema Ernährung geht, da gibt es ja immer wieder so Begriffe, die rumschwirren, kein Alkohol, kein Zucker, vielleicht auch keine tierischen Lebensmittel. Was würdest du denn da sagen, auf was muss man verzichten, der Haut zuliebe? Also ich würde versuchen, es ist immer total schwer, das schaffe ich auch nicht immer, möglichst auf diesen Industriezucker zu verzichten. Also nicht nur jetzt unbedingt wegen der Figur, sondern eben weil der Zucker in der Haut auch unser Bindegewebe, das ist praktisch das, was unsere Haut stützt, was sie straff hält, was sie elastisch hält, aber wo auch Feuchtigkeit gebunden wird, also so ein kleines Feuchtigkeitsdepot in der Haut. Und das kann halt verzuckern. Das heißt, diese einzelnen Fasern, die da sind, die sehr elastisch und beweglich sein sollen, die kriegen wie eine kleine Zuckerkruste, also wie karamellisiert, und die können dadurch zerbrechen. Das heißt, sie können keine Feuchtigkeit mehr binden und sie können durch diese Karamellisierung auch zerbrechen und dann habe ich natürlich nicht mehr die Spannkraft der Haut. Das heißt, das wäre das Erste, worauf ich achten würde, wenn ich so ein bisschen über die Ernährung nachdenke. Und natürlich, wie ganz viele sagen, immer viel trinken. Ja, Wasser trinken, ne? Das ist immer so das A und O. Ja. Du hattest vorher noch mal einen weiteren Punkt genannt, das war die Sonne. Mhm. Wie sieht es denn so allgemein mit auch Luftverschmutzung, Feinstaub, solche Dinge aus? Ja, also das ist natürlich heutzutage ein ganz großes Thema. Die Sonne gibt es ja schon ganz lange als Thema. Auf der einen Seite brauchen wir die Sonne. Und wir sitzen jetzt bei dir am Fenster und gucken raus und es scheint so schön die Sonne. Und wir wissen, dass wir uns alle immer total wohlfühlen, jetzt wo die tollen Temperaturen kommen. Und die Haut braucht natürlich, der Körper braucht Sonne zur Bildung von Vitamin D. Das ist ganz wichtig, also man sollte es nicht immer alles verteufeln. Aber die Sonne bringt auch Schäden in der Haut. Das heißt, die Hautalterung wird ganz stark angeregt, beziehungsweise kann die Haut natürlich auch Verbrennungen bekommen etc., wenn man sich nicht ausreichend schützt. Und das Thema Feinstaub oder Umweltgifte ist natürlich auch, selbst wenn wir im Büro sitzen, sitzen wir vor dem PC, da haben wir das sogenannte Blue Light, das blaue Licht, was unserer Haut genauso schaden kann wie ein Sonnenlicht. Das heißt, da bilden sich auch sogenannte freie Radikale. Das ist auch wieder so ein ganz bestimmter Fachbegriff. Die freien Radikale sind das, was die Haut halt schneller altern lassen, also was sie angriffsfähig macht. Und wenn ich da Antioxidantien einsetze, wie zum Beispiel Vitamin E, Vitamin C, gewonnen gerne bei uns aus dem Kakao, dann kann ich da entgegenwirken, dass die Haut halt nicht Schäden bekommt, Langzeitschäden in den Zellen, beziehungsweise dadurch früher altert. Die sind dann in der Creme drin oder Muss ich die einnehmen? Nein, die sind in der Creme drin, genau. Okay, wie sieht das denn grundsätzlich aus? Also wir haben ja jetzt viele Themen besprochen, viel, was man einfach im Lebensstil machen kann. Natürlich spielt ja auch Hautpflege eine große Rolle. Wie finde ich denn da das Passende für meinen Hauttyp und meinen Hautzustand? Das ist ja jetzt doppelt sozusagen. Genau, das ist doppelt. Man muss das eine beachten, also den Hauttyp, den genetischen Fingerabdruck, den muss man beachten. Aber in erster Linie sollte man natürlich drauf schauen, was braucht meine Haut jetzt?
Ne? Also was hat sie für ein Bedürfnis? Im Winter brauche ich auch eher so ein bisschen die dicke Jacke für die Haut. Also da muss es eher fettreicher sein, um sie zu schützen. Im Sommer brauche ich dann vielleicht eher einen Lichtschutzfaktor und eine leichtere Formulierung, dass die Haut nicht zu fettig ist und dass sie sich selber gut schützen kann. Darauf sollte man achten und du hast vollkommen recht, wenn man so auf dem Markt guckt, ist es wirklich ein Überfluss an Angebot da für seine Haut. Also am besten ist es, sich natürlich beraten zu lassen bei einer Kosmetikerin, bei einer Fachfrau, um zu schauen, wie sieht der Hauttyp aus, was braucht die Haut, wo hat die Haut vielleicht so ein paar Mängel. Und was ich immer ganz wichtig finde, Hautpflege muss Spaß machen. Ich möchte Freude haben, wenn ich mir ein Produkt, egal ob es eine Ampulle, Serum oder Creme ist, auftrage, muss ich Freude dran haben. Und daher ist auch dieses Feeling ganz wichtig. Ist die Textur passend? Passt mir der Geruch? Das sagt gar nichts über die Wirkung aus, aber nur so bleibe ich wirklich dabei, denn bei Hautpflege ist es wichtig, es regelmäßig zu tun. Also wirklich täglich eine Routine zu entwickeln, die eben nicht nur die Wirkung bringt, sondern eben auch Freude. Und da kann eine Kosmetikerin sehr gut helfen, weil sie natürlich den Part der fachlichen Beratung gibt und dass man vielleicht auch mal ein bisschen was probiert, mal ein bisschen was ausprobiert und so schaut, komme ich damit zurecht, macht mir das Spaß. Da hast du aber, finde ich, gerade einen total wichtigen Punkt gesagt, auch mit dem Geruch, weil ich kenne das selber, wenn man ein Produkt hat, was vielleicht eigentlich total klasse ist und eine tolle Wirkung zeigt, aber man irgendwie mit diesem Geruch nicht klarkommt oder mit der Textur oder so, dann ist es einfach doof, wenn ich das mal so sage. Total. Mir ist gerade noch was aufgefallen und zwar haben wir beide jetzt extrem von Frauen gesprochen die ganze Zeit. Wir sind ja auch Frauen. Kosmetik, Beauty ist ja nach wie vor schon so ein bisschen ein Frauenthema, aber lange nicht mehr nur. Wenn wir das mal kurz so ein bisschen gegenüberstellen, Frauenhaut, Männerhaut, die unterscheiden sich ja grundlegend, oder? Die unterscheiden sich genau in der Art und Weise. Der Mann hat einfach eine dickere Haut, eine robustere Haut. Und das Bindegewebe ist etwas anders aufgebaut. Es ist halt stärker als bei der Frau. Die Frau hat von Natur aus ein etwas anders aufgebautes Bindegewebe. Das heißt, es ist etwas schwächer. Und daher ist es auch so, dass oft die Männerhaut später anfängt, sichtbar zu altern. Also dann Linien und Fältchen, dafür dann aber schneller. Das kann man so ein bisschen, es ist sehr pauschal ausgedrückt, aber so kann man es vielleicht sagen. Und im Grunde genommen braucht die Männerhaut Ähnliches auch wie die Frauenhaut. Natürlich bevorzugen die meisten Männer eher eine leichte Textur. Da ist auch manchmal das Packaging gefragt. Ne? Brauche ich lieber einen Tiegel, wo ich mit dem Spatel oder vielleicht mit der Fingerspitze reingehe? Oder brauche ich eher was Leichtes wie ein Fluid oder eine Emulsionsform? Da gucken wir natürlich danach, was so auch wieder das Feeling sagt. Aber im Grunde genommen ist die Haut schon sehr, sehr ähnlich. Und immer wenn ich über Hautpflege oder Skincare spreche, meine ich eigentlich beide. Okay, weil ich habe noch vor gar nicht allzu langer Zeit mal irgendwo so eine Überschrift gelesen, wenn die Männer sich bei der Partnerin an den Cremen bedienen, wäre das nicht so gut. Das heißt aber jetzt, man kann es notfalls ruhig mal machen. Notfalls? Das unterstreiche ich hier mal. Denn es ist natürlich so, dass der liebe Mann auch vielleicht einen ganz anderen Hauttyp hat als seine Frau, als seine Partnerin oder auch gerade ganz andere Hautbedürfnisse. Und daher ist es natürlich auch toll, wenn der Mann so ein bisschen mehr das Auge drauf hat, mit was er sich pflegt. Da hast du natürlich recht. Nur wenn man ein Paar ist, muss man nicht den gleichen Hauttyp haben. Genau. Man hat auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Was mir so bei der Recherche vorab rund um das Thema Hautbedürfnis auch untergekommen war, waren so Hautprobleme, sage ich jetzt mal. Unreine Haut, Neurodermitis, sowas. Gehört das auch da dazu? Zum Teil gehört es auch dazu. Man muss natürlich sagen, dass Neurodermitis, Rosacea etc., das sind halt Hauterkrankungen. Die gehören zum Dermatologen und Dermatologin. Aber wenn es natürlich in einem ruhigen Stadium ist, das heißt, wir sagen in keinem akuten Stadium, da gibt es auch Pflege, die das wunderbar unterstützt, schützt vor allen Dingen bei diesen Beispielen und eben auch für ein gutes Hautgefühl sorgt. Aber da würde ich gerne noch ganz kurz eingrätschen, weil das fällt mir gerade ein. Du hattest gerade gesagt, dir gefällt es besonders gut, wenn eine Creme gut riecht. Mhm. Und bei mir ist es halt so, ich brauche eine ganz bestimmte Textur, ne? Also die Viskosität, wie fühlt sich das an? Und beides hat eigentlich mit der Wirkung kaum was zu tun. Aber dann sieht man halt wirklich, dass es Spaß machen muss. Ich glaube, das ist ja grundsätzlich bei dem ganzen Thema Pflege, Beauty, dass es viel auch für die Seele ist. Ja. Nicht nur für die Haut. Aber das spielt ja wieder zusammen, wie wir gerade gesehen haben. Jetzt hatte ich eigentlich noch die Frage, wie ich das passende Produkt finde, aber das ist schwierig, ne? Weil das dann wieder Kosmetikerin ist. Also man kann natürlich sich überall inspirieren lassen,
Aber das ist ja auch die Gefahr dabei. Ne? Die Inspiration ist ja nicht immer dann gleich das Richtige, weil dafür ist das Angebot oft jetzt schon zu groß. Ne? Also wo werden wir überinspiriert? In Frauenzeitungen, auf Instagram, in Geschäften. Also egal wo, werden wir überall inspiriert. Ich bin natürlich jemand, der in diesem Metier zu Hause ist. Das heißt, ich kaufe mir auch ganz viel und probiere ganz viel aus. Aber natürlich immer mit einem anderen Blickwinkel. Aber für jemanden, der wirklich ganz bewusst eine gute Hautpflege sucht und vielleicht schon länger sucht, ist es ganz wichtig, sich beraten zu lassen. Und das macht man ja oft auch, wenn man vielleicht denkt, man hat eine Erkrankung oder ähnliches, geht man ja auch zum Arzt und lässt sich beraten. Oder in der Apotheke lässt man sich beraten. Und so sollte man es mit der Haut auch machen. Und auch immer so ein bisschen darauf achten, wie reagiert die Haut, fühlt sich meine Haut besser an. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt die Hautwünsche. Und die Hautwünsche, die hat man manchmal selber an sich für seine Haut. Oder man hat sie an seiner Haut. Das geht hin von diesem Glow, Ebenmäßigkeit, Ausstrahlung, keine Pigmentstörung. Ne? Das sind so Hautwünsche, die man selber halt hat. Und da sollte man auch drauf achten. Denn nur so fühlt man sich wohl in seiner Haut. Ich finde, das war doch jetzt ein wunderschönes Schlusswort, Rabea. Das freut mich. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wie schon angekündigt, wir werden uns in den nächsten Wochen noch ein paar Mal unterhalten. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Bis dann und allen Zuhörerinnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.